Heute absolute Premiere. Das ist Maria, arbeitet bei uns im Versand, verschickt die ganzen liebevoll gepackten Paketchen bei uns. Und heute sind wir hier, damit Maria ihren allerersten Hecht fängt. Ihre Chance wird sie bekommen. Was sie daraus macht, das werden wir sehen. Schön nach Richtung Häuschen. Und stoppen, stoppen, stoppen. Kleines Stückchen durch. Oh, was war da? Einen wunderschönen guten Tag, liebe Angelfreunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Sendung von Maria lernt Angeln. Und heute ist die große Mission, dass Maria ihren allerersten Hecht fängt. Maria, damit du angeln gehen darfst, benötigst du in Deutschland einen Fischereischein. Hast du einen Fischereischein? Leider nicht, nein. Und genau deshalb sind wir heute zu Besuch im wunderschönen Mecklenburg-Vorpommern. Denn hier gibt es etwas ganz Besonderes. Hier gibt es einen zeitlich befristeten Fischereischein, den man einfach kaufen kann. Das ist der sogenannte Touristenfischereischein. Und wenn man den hat, dann darf man ganz offiziell und legal angeln gehen. Gut, wo kriegen wir den her? Den bekommen wir genau hier im Angelladen. Ah, cool. Hallo, guten Tag. Hallo. Grüß dich. Maria, Lörte, wir haben eine Mission, aber Maria hat leider noch keinen Angelschein. Deshalb haben wir gesagt, wir halten direkt mal bei dir an, denn bei dir gibt es den Touristenfischereischein. So ist es. Den kann man kaufen und kann genauso gut angeln wie derjenige mit einem Fischereischein, der eine Prüfung gemacht hat. Was brauchst du dafür von uns? Eigentlich nur den Ausweis. Danke. Und zwei Unterschriften, wo es rot ist. So, das ist dann dein zeitlich befristeter Fischereischein. Danke. Hier hast du noch ein Heftchen dazu. Dein erster Angelschein, Maria. Jetzt wird's ernst. Und dann brauchst du noch deine Angelkarte fürs Gewässer. Dankeschön. Ich denke, das wird was, oder? Dörte, vielen Dank. Dankeschön. Abend noch. Möchtest du was sehen, ne? Ja. So, Leute. Maria, jetzt bist du offiziell Anglerin. Zumindest zeitlich befristet für die nächsten 28 Tage. Und jetzt führe ich dich dahin, wo du hoffentlich deinen allerersten Hecht fangen kannst. Okay, wo geht's hin? Das ist eine kleine Überraschung. Komm mal mit. Ja. Wir sind dann hier in Damoro angekommen. Wir sind mit dem Auto auf den Fischerhof draufgefahren. Ich habe schon so geguckt, wo sind Norm und Kati? Und dann habe ich gesehen, standen sie schon auf dem Steg vorne, haben sich so ein bisschen hinterm Baum versteckt, haben dann schon so gewunken. Und ich glaube, die beiden waren mindestens genauso aufgeregt wie ich. Ich wusste ja nun gar nicht, wo es hingeht. War eine Überraschung. Da habe ich schon zwei Gestalten in der Ecke irgendwo da stehen sehen. Wusste überhaupt nicht, wer ist das, wer ausgestiegen. Erstmal total schön, idyllisch. Richtig hübsch, richtig schöner kleiner Hafen. Maria, herzlich willkommen an der Mecklenburgischen Seenplatte. Das ist der Ort, an dem du deinen allerersten Hecht fangen sollst. Hast echt schön ausgesucht. Und jetzt erwartet dich noch eine kleine Überraschung, denn ich möchte dir gern zwei von meinen Freunden vorstellen und ein ganz besonderes Highlight. Freust du dich? Ja. So, ich habe sie schon gesehen, da hinten, hinter dem Baum. Haben sie sich versteckt? Nee, nicht nur hinter dem Baum, jetzt sind sie ganz jetzt. Da hinten. Komm mal mit. Absolute Premiere heute. Mega Highlight. Maria, ich glaube, da gibt es einige Zuschauer zu Hause, die jetzt gern hier an deiner Stelle wären. So, ich habe sie schon entdeckt. Ich auch. Hallo. Das ist Maria. Hallo. Das ist mein Freund Norm. Herzlich willkommen. Danke. Und das ist Kati. Ich grüße dich. Norman. Norman ist professioneller Angelguide und bringt Leute auf der Mecklenburgischen Seenplatte sicher zum Fangerfolg. Das ist Maria. Maria hat noch nie im Leben geangelt. Was? Ich habe schon geangelt. Ah ja, stimmt gar nicht, denn in der letzten Folge, in der allerersten Sendung von Maria lernt Angeln, hast du ja bereits zum allerersten Mal in deinem Leben geangelt und auch den ersten Fisch schon gefangen, die allererste Forelle. Heute sind wir hier, damit du auch deinen allerersten Hecht fangen kannst. Ich habe da drüben schon ein paar angebunden. Ja Leute, hier werden hinter den Kulissen schon die Fische verteilt. Was meint ihr, kriegen wir das hin? Ja, wir hatten einen Wetterumschwung, ist jetzt wieder kälter geworden, ein bisschen windiger geworden, aber eins ist gewiss, ihre Chance wird sie bekommen. Was sie daraus macht, das werden wir sehen. Das Beste hoffe ich doch. Ich wusste ja gar nicht, was los ist. Ich dachte, wir sagen erstmal nur Hallo. Dann haben wir die beiden begrüßt, Kathi und Norman, Freunde von Jens, ganz lieb. Und haben uns dann erstmal ihr kleines Floß, Hausfloß gezeigt. Wunderschön, die Red Pearl. Und der Plan war, erster Tag ankommen, dann schlafen wir eine Nacht und am nächsten Morgen stehen wir dann sehr zeitig auf. Und dann geht es direkt in die vollen Hechtfang. Dann sind wir auf den Steg gekommen und Norman hatte schon die Leihruten aufgebaut, Riesenhaufen, Lieblingsköder und so, war alles schon vorbereitet, lag alles schon da. Und dann lag plötzlich sowas in der Luft, das war so richtig so Hechtwetter. Ja? Die Sonne ist gerade so ein bisschen untergegangen, es war so ein bisschen dämmerig. Ideale Beißphase, ja? Das kann man kaum beschreiben, das fühlt man einfach. Und wir haben gesagt, Maria, mach mal ein paar Würfe. Es ging eigentlich nur darum, dass sie mal ein paar Würfe macht, um nochmal das Auswerfen zu wiederholen. Und Leute, wir waren fleißig. Ja.
Wir haben nämlich schon heimlich geübt. Wir haben bei uns im Hof schon ein paar Wurfübungen gemacht und ein Köder ist im Baum gelandet, einer auf dem Dach, aber den haben wir runterbekommen. Ja. Maria, willst du mal probieren? Ja. Nach so einer langen Autofahrt können wir ruhig mal ein paar Würfe machen, oder? Allround-Route. 12,5 cm Lieblingsköder. Wollen wir hier mal in die nächste Bucht gehen? Mhm. Hier? Ja. Huch? Nee. Gute Spritz. Nee, nichts passiert. Dann habe ich auch, glaube ich, einen Probewurf oder zwei Würfe gemacht. Dann ging das ganz schnell. Plötzlich dreht sich Jens um oder dreht sich zu uns um und sagt, hey. Da Räuber da. Guck da rein. Da Räuber da echt. Mach hier schnell. Und dann haben wir zu so einer alten, kleinen, total alten Anglerhütte geschaut. Die ist total verfallen. Und da haben wir einen Hecht springen sehen. Ganz schnell, ein, zwei Mal. Und dann haben wir auch sofort, hat Jens sofort gesagt, los, da müssen wir jetzt gleich hin. Nochmal schön da Richtung Häuschen. Und stoppen. Ein Stückchen durch. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hab's mit den Dächern, wa? Aufs Dach geworfen. Aber er kam wieder runter. Ja. Als wir letztes Mal hier geübt haben, ich war schon mal hier mit Maria, wollte ich bloß nicht sagen, haben wir immer in die Richtung geworfen. Das Haus sah vorher so aus wie das. Oder? Spaß. Mhm. Bisschen Spaß mit. Oh, geiler Wurf. Genau so wollte ich das. Der war perfekt. Und das ist jetzt ein Gummifisch. Das heißt, den erwecken wir jetzt mit der Köderführung zum Leben. Du kannst ihn jetzt so ein Stückchen durchkurbeln. Eine ganz kurze Pause machen, so wie du es schon gemacht hast. Genau. Mhm. Und weiterkurbeln. Genau. Nur eine ganz kurze Pause. Ja, Fisch. Oh, wirklich? Oh Gott, wirklich? Ja. Rutenspitze hoch. Oh. Spannung halten. Norman, hast du einen Kescher? Ey, Maria. Oh Gott, dein erster Hecht. Norman, schnell. Hey, Leute. Leute, wie krass ist das? Wir sind schon am Steg angekommen und da ist der erste Fisch schon. Okay, hör auf zu kommen. Ja. Maria! Ja. Dein erster Hecht. Guck mal, da ist er. Das ist der erste Hecht. Er lacht nicht an. Ja, Petri. Wahnsinn! Bügel auf. Ganz genau. Das habe ich mir gemerkt. Krass. Also er hat sich selber im Grunde verraten oder gewunken oder was auch immer. Hier bin ich. Ja, das war's. Das war richtig cool. Da muss ich sagen, das hat mich persönlich sehr, sehr glücklich gemacht. Natürlich, du kannst auch den ersten Fisch vom Boot fangen. Spricht auch nichts dagegen. Aber ich finde, den allerersten Fisch, das ist nochmal was anderes, wenn du den wirklich vom Ufer fängst. Und das hat sie getan. Den ersten Fisch ihres Lebens vom Ufer gefangen. Mega. Maria, dein allererster Hecht. Da ist er. Da war ich tierisch stolz. Ich dachte, okay, dann können wir gleich wieder nach Hause fahren. Nee. Dieser Hecht hat leider noch kein Maß. Schnell. Der muss schnell zurück. War nicht groß genug. Und natürlich wollte ich dann nochmal einen richtigen fangen. Und dann haben wir uns gleich für den nächsten Tag vorbereitet. Nach diesem Erlebnis war der erste Tag eigentlich gelaufen. Wir haben dann noch ein bisschen zusammengesessen. Alle haben sich nochmal so ein bisschen beschnuppert und kennengelernt. Dann zurück in die Unterkunft, dort noch schön gekocht und sind zeitig ins Bett gegangen. Denn heute Morgen ging es zeitig los. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Angelfreunde. Maria. Ja. Norman. Morgen. Moin. Wir sind zurück am Wasser. Maria, hast du Bock? Ja. Norman? Natürlich. Action. Gut. Neuer Tag, neues Glück. Nachdem Maria bereits bei der Anreise, bei den ersten Wurfübungen, ihren allerersten Hecht fangen konnte, ging es jetzt heute darum, dass sie endlich ihren allerersten maßigen Hecht fängt. Guten Morgen. Kathi, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute früh um 5:30 sind Kathi und ich hier in Dammerow, Fischerhof Dammerow, angekommen und haben unser Event Partyfloß vorbereitet. Maria. Prösterchen. Guten Morgen. Das Besondere an dieser Geschichte ist halt unser Partyfloß. Also das ist ja eigentlich gar kein Guidingboot. Ne? Ich fahre ja seit 11 Jahren meine Guidings auf einem professionellen Guidingboot und ist eine ganz andere Nummer. Normans Boot habt ihr ja vielleicht schon mal gesehen und jetzt erweitert ihr eure Flotte um dieses Floß. Ich find's geil. Leute, es ist früh morgens um 6. Wir sitzen im Floß und trinken Kaffee, windgeschützt draußen. Bisschen Wind, bisschen Regen. Sehr gemütlich. Richtig schön. Maria, trotzdem. Wollen wir nicht viel Zeit verlieren, denn es geht ja darum, dass wir deine Siegesserie fortsetzen. Und wir haben uns im Vorfeld überlegt, welchen Köder geben wir dir denn für deinen allerersten Fangerfolg. Jetzt hast du natürlich gestern schon vorgelegt und direkt mal mit Gummifisch den allerersten Fisch gefangen. Und entsprechend habe ich hier auch Gummifische drin. Ja? In 7,5 cm. Einmal die Ultimate Collection für klares Wasser und einmal die Ultimate Collection für trübes Wasser. Das sind unsere Zusammenstellungen für Angeleinsteiger, die noch nicht so richtig wissen, welche Farbe sie jetzt angeln sollen. Natürliche Farben für klares Wasser, auffällige Farben für trübes Wasser. Das sind jetzt hier die 7,5er, das ist so die Allround-Größe. Damit kann man Hechte, Zander und Barsche fangen. Allerdings, diesen Köder muss man selber und so ein bisschen zum Leben erwecken. Das heißt, das, was wir gestern gemacht haben, ne, durchkurbeln, mal kurz absinken lassen, wieder durchkurbeln, mal kurz anzupfen und so, das muss man mit dem Köder machen. Jetzt gibt es einen Köder, da musst du gar nichts machen. Die Spinmats,
Ich glaube, die kennst du ja schon. Ja. Die haben wir ja schon mal gefischt, ne? Hast du deine Kiste dabei? Ja, die habe ich dabei. Super. Dann würde ich sagen, ergänzen wir die gleich. Spinnets in 12 Gramm zum gezielten Hechtangeln. Nach Wettermethode Sunny, Whisky, Captain Pinky. Die vier Grundfarben. Einmal für dich. Oh. Dankeschön. Bitteschön. Mhm. Ja, Captain. Dann würde ich sagen, los geht's. Ja, Leine los. Unser Ziel war halt der Kölpinsee. Wir kennen da jeden Stein, jede Ecke, jedes Krautfeld. Wir haben uns überlegt, okay, wir nehmen zwar das Floß, weil das halt gemütlicher ist, fahren damit aber in Normans Guiding-Revier auf den Kölpinsee. Wetter war auch noch schön, es wurde aber immer windiger, immer kälter, immer regnerischer. Und ich hatte schon vor ein paar Tagen in den Wetterbericht geguckt und habe gesehen, heute wird einfach mal der kälteste, stürmischste Tag im ganzen Monat. Ist ja klar. Wenn wir Video drehen, dann wird's wieder heftig. So, ich stelle das Boot jetzt quer, ne, und dann können wir längs zur Drift, gehen wir jetzt durchs Krautfeld. Wir sind am Platz, Leute. Maria, wie geht's dir? Ja, gut. Ja, gut. Ja. Okay. Ja. Super. Geht. Aufgeregt. Total aufgeregt. Dann bauen wir jetzt die Angelausrüstung zusammen, Köder dran, Maria, und dann wird's jetzt ernst. Angelrute hast du dabei? Mhm. Sehr gut. Ich habe aber schon was vorbereitet. Oh, praktisch. Eine Ultra Boost Around. Komplett montiert. Das sind meine Leihrouten für meine Angelgäste. Du bist heute mein Gast. Dankeschön. So, diesmal achte ich drauf, dass das auch alles... Dass die Ringe schön in Flucht sind. Gerade ist, genau. Oh, nee. Das ist ja alles ein bisschen klein. Und es schwankt so. Ja, das sieht gut aus, oder? Ja, ne? Ist gerade. Machen wir fest und dann passt das. Ja. Norman, ganz kurz, weil die Zuschauer häufig fragen, welche Rolle soll ich denn an die Allround schrauben? Ich habe gesehen, du hast hier eine Legales drauf. Ja. Leute, geile Rolle. Ohne Quatsch. Ja, das sind 2500er. Perfekt ausgewogen. Ja. Für die Ultra Boost Around, also mega. Ich habe die jetzt schon eine ganze Weile gefischt und es macht einfach nur Spaß. Ja. Die Rolle können wir empfehlen, kriegen wir kein Geld für von Daiwa, sollten wir aber. Ja. So viel Werbung, wie wir hier machen für Daiwa, also das ist eine Daiwa Legales und ich finde, die Rolle läuft gut. Ja. Und was ich auch immer schön finde, so das i-Tüpfelchen, wenn die Rolle nicht nur gut läuft, sondern wenn sie auch geil aussieht. Und ich finde, das in Kombination sieht einfach hammermäßig aus. Passend zur Route. Dann geflochtene Hauptschnur, 8 bis 10 Kilo Tragkraft. Das an der Allround-Route ist eine super Kombination. Und ans Ende kommt dann ein hechtsicheres Vorfach. Entweder 1 mm Fluorcarbon, das ist das, was wir jetzt hier fischen, oder ein Stahlvorfach. Wenn ich kleine Köder fische, nehme ich ein Stahlvorfach, das ist ein bisschen flexibler. Wenn ich auch größere Köder fische, schwere Köder fische, dann 1 mm Fluorcarbon. Man kann es auch immer, wenn jetzt mal ein paar Hechte drüber gerattert haben, dann wird es ja hier vorne rau. Dann kann man mal gucken, wenn hier ein Cut drin ist, dann kürzt man es einfach, ne, oder man wechselt es aus. Ja. Und so ist man immer auf der sicheren Seite. Hat sich bewährt und genau so machen wir das. Am Ende ein Powersnap in der Größe XL. Jetzt Köder einhängen und dann kann es direkt losgehen. Wir haben hier 4 Spinnets zur Auswahl. Nach Wettermethode Sunny, Whisky, Captain und Pinky. Sunny und Whisky für klares Wasser, Captain und Pinky für trübes Wasser. Norman, wir haben ein sehr klares Wasser. Es ist noch wolkig, also ich würde jetzt an erster Stelle mit dem Whisky probieren. Gut, nehmen wir einen Whisky. Gut. Mhm. Maria, das wird heute dein Erfolgsköder. Whisky für klares Wasser und Wolken. Mit dem Köder schon mal was gefangen genommen? Letzte Woche getestet, ersten 10 Minuten waren die ersten 3 Fische safe. Ich habe natürlich ein Beißfenster erwischt, ne? Das muss man natürlich immer berücksichtigen. Die Bühne gehört dir. Ich mach mal hier ein bisschen die Luke auf. So, wir sind da. Genau, du stellst dich hier. Ja? Ein Wind. Ich mach die Weste noch zu. Gut. Her damit. Bitteschön. Dankeschön. Das ist richtiges Hechtwetter heute, oder Norm? Wir haben ordentlich Böe. Steht gut im Wind. Das ist gut, mit Maria. Wind, du kannst mit dem Wind werfen. Ja. Das gibt ordentlich Wurfweite. Okay. Na, guck mal, wie der fliegt. Zuklappen und kurbeln gleich. Ich kurbel. Du musst das Vibrieren in der Rutenspitze spüren. Ja. Wir treiben jetzt auf den Köder zu. Das Schöne ist, durch den Wind fliegt er weiter, aber wir treiben auch mit dem Boot auf den Köder zu. Also ruhig ein bisschen schneller kurbeln. Aber das sieht mega aus. Der erste Wurf war erstmal zum Warmwerden. Das Floß hat gewackelt. Normal hätte ich gesagt, okay, kriegt man irgendwie hin. Ja, wenn das der Platz ist, wo die allermeisten Fische sind, dann ziehen wir es jetzt hier durch. Aber da gab es ein ganz kleines Problem. Dann habe ich die ersten Würfe gemacht und dann habe ich mitbekommen, Leute, konnte ich ja vorher nicht wissen, ich bin anscheinend seekrank. Wir hatten einen richtig guten Wellengang und mir wurde so tierisch schlecht. Ich glaube, ich hatte so 6 Würfe gehabt und plötzlich ging das los. Dann, ey Leute, wir müssen mal kurz abbrechen. Die Wellen schaukelten sich auf, ne? Das Floß, das batschte halt immer hin und her. Maria wurde seekrank, ne? Das ging nicht. Wir mussten einfach abbrechen. Wir müssen mal kurz durchatmen. Und da habe ich gedacht, Leute, das war's. Also, wenn jemand seekrank ist, dann ist jemand seekrank. Das kannst du ja auch nicht wegdiskutieren, sondern wenn dir schlecht ist, dann ist dir schlecht. Und da habe ich gesagt, okay, das war's. An dieser Stelle müssen wir den Dreh abbrechen. Das war so
schlimm. War so schwindelig und ich wollte ja nichts sagen erst. Ne? Ich wollte ja nicht so ein kleines Mädchen sein, die dann sagt, ja, Abbruch. Jeder kennt das wahrscheinlich, dass einem mal schlecht wird, aber es hat einfach nicht aufgehört. Es hat einfach nicht aufgehört. Ich dachte, nein, jetzt ist alles umsonst, jetzt mal extra her. Und dann scheitert es daran? Nee. Kurz mit Norm gesprochen. Norm, was machen wir jetzt draus? Norm hat natürlich sofort gewusst, okay, der Wind kommt jetzt aus Westen, da hinten sind die Baumkronen und so weiter. Wenn es uns jetzt gelingt, mit dem Fluss irgendwie auf die andere Seite zu kommen, also vor die Baumkante, dann sind wir da windgeschützt. Und da könnten wir nochmal hinfahren. Okay, kurz beobachtet, Maria ging es noch nicht besser, in die Mitte vom Boot gepackt, wo es nicht so sehr wackelt und dann mit dem Fluss, bam, genau in diese Bucht. Norman ist dann an eine Stelle gefahren, wo es dann nicht mehr so krass wellig war und dann ging es mir dann auch wieder gut. Ich habe ein paar Salzstangen gegessen, Cola getrunken. Und so langsam hat man gesehen, okay, Maria kriegt wieder Farbe im Gesicht und so. Man hat schon gemerkt, sie wollte ja auch. Sie wollte ja auch den Job erledigen. Sie wollte ja auch gerne ihren allerersten Hecht jetzt vom Floß fangen. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, sie wollte einfach auch gerne Kati und Norman stolz machen, weil die haben sich richtig was für uns einfallen lassen. Ja, und dann konnten wir losstarten. So Leute, Kamera ist startklar. Los geht's. Steht keiner? Nein. Schöner Wurf. Ja. Schöner Wurf. Auch. Ist schnell genug so? Merkst du, dass es vibriert? Noch nicht. Dann schneller kurbeln. Jetzt? Ja. Jetzt sieht man auch schön in der Rutenspitze, wie das Spinnerblatt arbeitet. So, erster Wurf, bisschen Kraut dran. Erster Fang. Erster Fangerfolg. Maria, das ist aber ein gutes Zeichen. Da, wo Kraut ist, da sind auch die Hechte. Und riech mal dran. Oh ja. Das ist der Geruch von Hechtkraut. Ja, würden wir euch gerne nach Hause schicken, Leute, aber stellt euch einfach vor. Maria hat sich mächtig ins Zeug gelegt. Hat wirklich alles probiert, schön geworfen. Guck mal, jetzt schiebt sich sogar noch die Sonne durch die Wolken. Geiler Wurf. Schnellbügel zu und kurbeln. Ja. Kurbeln. Schnell, 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 schnell. Und ich fand es ganz spannend zu sehen. Denkt mal dran, Leute, beim letzten Mal, an ihrem allerersten Angeltag, wie sie angefangen hat mit dem Auswerfen, ja, wie sie immer so in die Luft gehüpft ist und so, und dann über die Rute und in die linke und rechte Hand und so, da ist ja alles kreuz und quer geflogen. Da war ja ganz wenig System drin. Also ganz wenig System drin. Und diesmal hat es ja wirklich gut geklappt. Ja? Also sie hat trainiert, sie hat sich vorbereitet, alles lief nach Plan. Jetzt durfte sie bloß nicht seekrank werden. Nein! Was denn? Weiß ich nicht. Was? Alles in Ordnung, du hast ja? ausgeworfen, Maria. Ja, das war jetzt irgendwie komisch. Naja. Naja. Ja, ich fall hier noch rein. Ich seh's schon. Hängt. Hängt. Fliegt. Fängt. So, Kati, Ziel ist, dass wir heute hier den ersten Hecht aus der Red Pearl fangen. Das wäre das mega. Wir wussten, wir haben auf dem Wetterradar gesehen, okay, es wird im Laufe des Tages immer kälter, immer stürmischer und nachher kommt auch noch Regen. Also keine guten Bedingungen, um an diesem Platz zu bleiben. Der Wind, der hat uns so weit gedrückt, dass eine Köderführung eigentlich fast unmöglich war. Und dann haben wir überlegt, okay, wenn der Wind jetzt zunimmt und es immer kälter wird, wir müssen hier irgendwie weg. Ja, Plan B, der Jablasee. Ne, der Jablasee ist ein See, habe ich schon ein, zwei Mal privat geangelt. Dieses Jahr noch gar nicht. Und da muss man sich erstmal gucken, wo fängt es jetzt an zu angeln. Was macht man als erstes? Man fährt an irgendwelche Schilfkanten. Hier sind auch so ein paar Bebauungen, ein paar Schuppenanlagen. Da sind immer ein paar Futterfische unterwegs. Könnte man immer einen Räuber vermuten. Gut. Das ist so spannend. Ich warte eigentlich nur drauf, dass es einmal so ja, ich auch. Und einer einsteigt. Und diese Stellen sind wir halt angefahren, haben abgeankert. War auch nicht so einfach, wie gedacht. Teilweise hat der Wind so stark gedrückt, dass er den Anker immer wieder weggedrückt hat, mussten immer wieder neu ansetzen. Leute, also hier ist das Wasser ein ganz kleines bisschen trüber als an dem Platz, wo wir vorher waren. Machen wir Pinky drauf, genau. Oder? Genau. Immer den besten Köder nehmen, den man verwenden kann. Maria, Pinky, den lieben die Hechte. Los, Pinky. Weil das Wasser hier ein bisschen trüber ist. Zeig, was du kannst. Wir haben jetzt zwei Driften gemacht, wechseln einmal den Angelplatz und dann heißt es ausdauernd dranbleiben, werfen, werfen, werfen. Dritter Platz, vierter Platz, fünfter Platz. Kurz zusammengefasst, es wurde immer kälter. Maria hat gefroren, also Maria hat richtig gefroren. Ja? Kalte Hände, kalte Füße, dünne Socken und es fehlte halt der Windschutz. Ja? Woher ich weiß, dass ein Windschutz wichtig ist? Chris, wir waren schon mal auf dem Boden, ne? Hast du mich gerade als Boot verkleidet? Naja, aber es zieht nicht mehr so. Mit dem Ding jetzt ins Handerfangen. Aber es ist nicht mehr so kalt.
Der Wind ist so eisekalt gewesen. Wir mussten wirklich immer alle paar Minuten oder alle 20 Minuten sind wir wieder rein ins Boot. Wir haben jetzt lieber mal einmal das Feuer angemacht, weil uns so kalt war. Die Füße waren kalt. Das hat er schon echt fertig gemacht. Du hast ja zwischendurch echt irgendwo keinen Bock mehr. Also nicht wirklich keinen Bock mehr, aber du denkst dir so, normalerweise würdest du jetzt sagen, so, ich gehe jetzt heim. Ich war sogar froh, dass ich mal auf Toilette musste, weil ich mich da 5 Minuten in dem kleinen Kämmerchen, da konnte ich die Tür zumachen und dann war alles schön warm, wollte eigentlich gar nicht mehr raus. Die hat so gefroren. Ja, ich hätte auch eine Stange gehabt. Ja, das ist doch kein Outfit zum Angeln. Hier war es das erstmal. So, einen letzten Platz haben wir noch für dich. Einen allerletzten Platz. Den versuchen wir noch. Jetzt zeigt sich, wer ein guter Guide ist und noch eine Idee hat und noch eine Idee hat und noch eine Idee hat. Egal, was da draußen passiert. Norman hatte die Idee und hat, weißt du was? Wir fahren hier um so eine Landzunge rum, ein bisschen windgeschützt, setzen den Anker und werfen so an die Steganlagen, an die Bootanleger so ein bisschen ran und gucken, ob da halt ein Hecht steht. Ärgerlich. Chris, ärgerlich, wa? Komm immer dichter ran. Problem ist jetzt hier den Anker festzukriegen. Verstehe ich. Wir kommen am Platz an. Kathi steht hinten am Heck mit dem Anker. Habt ihr es runtergelassen? Und dann höre ich nur so, Norman, der Anker hält nicht, der Anker hält nicht. Wir hatten so Welle auf dem Wasser, dass der Anker nicht gehalten hat. Er zieht sich nicht fest. Seil rein. Irgendwann hat der Anker so ein bisschen gehalten. So. Der Anker sitzt. Das haben wir gut gemacht. Wir standen dann in dieser Bucht. Ja, immer noch kalt, immer noch Welle, immer noch Wind. Aber wir standen am Platz. Es gibt ja 2 Betrachtungsweisen. Ne? Die einen sagen, ja, es beißt heute nichts und geh nach Hause. Und die anderen sagen, es hat noch nichts gebissen. Irgendwann öffnet sich das Beißfenster und dann kann ich einen Fisch fangen. Und auf genau diesen Moment haben wir gewartet. So, wir sind am letzten Platz angekommen. Leute, Maria. Ja? Bis hierher hast du dich durchgekämpft. Da ist es tief, da ist es flach. Wir werfen in die Richtung. Dann tun wir dies. Da stehen die Hechte. Wo? Da. Da, gut. Und schön durchsacken lassen. Mhm. So, wenn es jetzt gleich ruckelt, dann ist das dein Fisch, Maria. Fisch! Alter, was? Rundenspitze hoch. Ich mach schon. Spannung halten. Das war der erste jetzt. Oh, nö. Nein. Oh. Ich habe wirklich sofort gezogen. Weiter angeln. Mehr Druck. Gut gemacht, Maria. Okay. Du bist bis hierher gekommen, Maria. Ja. Wir sind kurz vor. Leute, wisst ihr, man kann viele Dinge beim Angeln kann man trainieren. Aber den Biss, das ist was, das kannst du nicht trainieren. Wie trainierst du einen Biss? Einen Biss kannst du nur trainieren, indem du Bisse kriegst, die du dir erarbeitest. Und das haben wir gemacht. Leider hat sie ein bisschen die Kontrolle verloren und der Fisch ist ausgestiegen. Oh, Maria. Ja. Maria, du bist kurz vorm Ziel. Wenn der Biss kommt, wenn du merkst, es ruckelt mal kurz in der Rutenspitze, dann musst du in diesem Moment den Anhieb setzen. Und das geht so, Rute hoch, Spannung aufbauen, damit sich der Fisch hakt und dann kurbeln und die Spannung zum Fisch halten. Das ist wirklich das Schwere. Er beißt, ihn dann aber wirklich zu halten. Ne? Und ich habe nicht schnell genug reagiert und dann war er plötzlich weg. Und das ist schon ein echt beschissenes Gefühl, ne? Du machst da stundenlang und du merkst den Biss und reagierst wirklich eine Sekunde zu spät und dann hast du dann doch schon ein leicht enttäuschtes Gesicht gesehen, so. Aber dann auch gleichzeitig, nee, mach dir keine Gedanken, es passiert jedem, du hast gerade erst so angefangen. Oh ja, es klappt gleich. Jetzt ist Beißzeit, ne? Ausgeworfen, erster Wurf, sofort Fisch, bam. Ach, Mann. Mega. Nein, alles gut. Das gehört dazu. Warum soll es bei dir anders sein als bei allen anderen? Ich lerne ja auch noch dazu, ne? Und gerade die Hechte, die machen ja auch, die haben, wie sagt man, was haben sie immer gesagt, ein Spitzbiss? Nee, was haben sie gesagt, genau. Und ja, natürlich, das ist sehr frustrierend gewesen. Total frustrierend. Und das ist ja nicht nur einmal passiert, das ist ja auch 2-mal passiert. Das ist ja kurz danach nochmal passiert. Oh. Was war da? Maria, da war was. Ich weiß es, ja. Das war komisch jetzt. Hat nicht richtig gebissen. Es war nur so, als wenn da. Du hast nichts falsch gemacht. Das gehört einfach dazu. Ja? Das Gefühl muss man dafür entwickeln. Das war gerade ein kleiner Biss. Ja, okay. Bam. Leute, nächster Fehlbiss bei Maria. Diesmal habe ich es gesehen an der Rutenspitze und ich muss ehrlich sagen, da kann sie auch nichts machen. Das war jetzt so ein Biss, da hing der Fisch noch nicht richtig am Haken. Der hat den Köder nicht richtig weggenommen. Das war ein klassischer Fehlbiss. Gehört dazu. Schade.
Aber passiert. Das passiert. Das ist Angeln. Das ist Angeln. Ne? Theoretisch, es spornt halt ja noch mehr an. Vorher, als sie so gefroren hatte, da wollte sie eigentlich schon aufgeben. Aber dieser Fehlbiss, der war unglaublich wichtig, weil in dem Moment hat es bei ihr irgendwie so einen Schalter umgelegt. Und hat sie gesagt, okay, jetzt erst recht. Also dann hatte ich richtig Bock. Dann war mir das doch scheißegal, wie lange das noch geht, ob das heute bis 20 Uhr geht. Ich wollte es durchziehen. Ich habe die Kälte auch kaum noch gemerkt. Klar, paar Stunden geworfen, auf dem Wasser, vorher noch seekrank gewesen und so. Eigentlich sollte das der letzte Platz sein. Aber irgendetwas hat dieser Fehlbiss mit ihr gemacht, dass sie gesagt hat, Jungs, ich will noch nicht aufgeben. Ich will noch nicht nach Hause. Jetzt möchte ich es schaffen. Jetzt möchte ich noch eine Chance haben. Ohne Fisch gehe ich nicht vom Fluss. Und dann wollten es alle. Also dann haben auch alle gesagt, nee, wir machen noch. Norman, wir setzen noch mal um, oder? Ja. Gut. Norman auch, ja. Nee, wir machen den Platz noch und dann müssen wir dort noch und da noch. Also wenn sich jetzt das Beißfenster öffnet, dann musst du jetzt auch weiterwerfen. Also hieß es für uns, links und rechts alle Plätze absuchen. Jetzt kommt auch noch der Regen. Maria. Kämpferherz. Wisst ihr was, Leute? Ich sag's immer wieder. Angeln ist gerecht. Der durchhält, der dranbleibt, der wird am Ende des Tages auch belohnt werden. Und dafür sind wir hergekommen. Wir haben uns eine ruhige Ecke gesucht, sind dann in eine ruhige Bucht gefahren. Erstmal in den geschützten Bereich. Erstmal wieder ein bisschen Kraft tanken. Haben dann erstmal einen Grill angeschmissen, kleine Mittagspause gemacht, ein bisschen beruhigt, ein bisschen runtergekommen, ein bisschen aufgewärmt. Ein paar Sportübungen machen. 14. Ja. Aufwärmübung. 3. 2. Und jetzt kommt die Wärme von innen. Kommt die Wärme von innen? Ja, die Wärme kommt von innen. Kathi hat uns dann noch zwischendurch mit fantastischem Essen versorgt. Das war super lecker. Danke nochmal, tausendmal dafür. Ich habe einfach versucht, sie so ein bisschen zu motivieren, dass nein, die Lust hat sie ja überhaupt nicht verloren. Zu keiner Sekunde. Aber sie hat halt wahnsinnig gefroren. Ne? Ihr war so kalt. Und ich habe einfach versucht, ein bisschen für sie da zu sein, um sie warm zu schubbeln. Das halt einfach weiter durchziehen. Das hat sie getan. Kämpfer Natur. Ja, definitiv. Ich möchte halt unbedingt diesen Hecht fangen. Und das spornt mich an, einfach weiterzumachen. Ich will ihn haben. Und dann waren wir drüben, auf der anderen Seeseite. Und das ist nicht Normans Guiding-Revier. Wir haben dann noch so ein paar Schilfkanten im Auge gehabt. Und da setzen wir mal so einen Anker und gucken, ob wir da vielleicht noch irgendwo aus dem Kraut dann rausgespült bekommen. Oh, jetzt wird der Anker ausgeworfen wieder. Und dann einmal schön ins Schilf werfen. Und dann kriegen wir einen, oder? Ihr seid dran. Raus. Wieder dran. Raus mit uns. Raus in den Regen. Ah, Kescher liegt bereit. Maria, der Kescher will heute auch noch ein bisschen arbeiten. Naja, natürlich. Ich glaube, wir verschaffen ihm mit ein bisschen Arbeit, oder? Ja. Jetzt wunderbarer Platz. Direkt vor uns liegt die Schilfkante. Unterhandwurf. Und Volltreffer. Spinstop aller 3 bis 5 Meter ungefähr. Maria, du schlänzt hier die Unterhandwürfe an die Schilfkante, als hättest du dein Leben lang nichts anderes gemacht. Leute, wechselhaftes Wetter, ja? Das ist wechselhaftes Wetter. Das war gerade ein Hagelkorn. Und so wie es uns geht, so geht es gerade auch den Hechten. Die wissen auch nicht, was los ist. Also so ein Mädel in dem Alter, ne? Angeln, das ist ja nun mal eh nicht jedermann. Und die zieht durch, ne? Jede Pussy hätte gesagt hier, und tschüss, ich bin weg. Die zieht durch. Chapeau. Nee, warte. Oh Gott. Flügel aufmachen. Du lebst hier auch gefährlich. Flügel aufmachen erhöht die Wurfweite. Das tut mir leid. Okay. Oh, schönes Krautufer. Ja. Schöner Wurf. Ich merke das immer besser, was ich hier tue. Ja. Was war das? Ist ein Fisch dran, Maria? Ich hab ihn! Ja, Fisch! Schnell, super! Super! Mach mit der Ruhe. Genau, Spannung halten. Halt die Spannung. Genau. Ey, Leute, Wahnsinn. Geh noch einen halben Schritt zurück. Super. Leute, es hat geklappt. Hab ihn noch? Gut. Hab ihn noch? Ruhig. Da ist er. Ja! Maria! Bügel auf. Ist das jetzt? Maria! Ey, Maria! Du hast Fisch gefangen! Also, jetzt muss ich erstmal Worte sammeln und Worte finden für diesen Moment. Schilfkante. Geil! Take 3! Und sie hat so tapfer gekämpft. Oh, meine Güte! Leute, mir fällt gerade ein. Ey, aber mir auch, Jens. Mir fällt so ein Riesenstein vom Herzen. Du hast gesagt, dass es sich immer lohnt, die ganze Arbeit. Ja, gute Zappel. Ja. Angeln ist immer fair. Es ist immer fair. Wunderbar.
Ich habe alles richtig gemacht beim dritten Mal. Ey, Wahnsinn. Wie ein Wunder. Hat sie ihren Fisch bekommen. Hat sie ihren Fisch bekommen. Ja, es stieg der Hecht ein. Mega. Ja. Und Leute, dieses Gefühl ist unbeschreiblich. So schön, wenn du wirklich den ganzen Tag arbeitest und machst und mehrst und wartest drauf. Die Zeit vergeht sowieso wie im Flug. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber ich habe auf die Uhr geguckt, plötzlich waren 5 Stunden rum. Das Gefühl ist unbeschreiblich. Wirklich so stolz auf sich selber zu sein. Gleichzeitig diese Anspannung, die dann wegfällt. Dieses Glück mit überall. Ja, das glaube ich dir, Mensch. Oh, meine Güte. Ich gebe dir einmal kurz Danke, dass ihr mir so die Daumen gedrückt habt. Guck dir mal an, den Tiger. Gucken wir mal an. Du bist ein schönes Tierchen. Richtig schöner Fisch. So, wir haben hier unten so ein schönes, dickes, gummiertes Netz. Ne? Ja. Wenn ich hier einmal anfasse, dann habe ich nasse Hände. Und hier ist der Hecht. Manche denken sich vielleicht, dieser kleine Fisch, wie kann man sich darüber so freuen? Aber für mich war es echt der größte Fisch, den man sich so wünschen kann. Auf den Pinky in 12 Gramm. Ein kleiner Hecht, aber ein wunderschöner Hecht. Das ist genau der Fisch, den wir haben wollten. Der erste Fisch auf der Whitfall. Ich hatte wieder ein gutes Glück. Wahrscheinlich auch dieses tolle Armband. Das hat mir Kathi geschenkt, das kleine Glücksbringer. Hat mir auch geholfen. Ja, ganz, ganz großen Respekt, ja, Maria. Definitiv. Wir hatten Sturm, wir hatten Regen. Ja, jetzt kommt die Sonne raus und es war wirklich ein wunderschöner Tag. Leute, ich bin mega erleichtert. Ey, das war, das war jetzt ein Gefühl, in dem Moment. Wollte schon gar nichts sagen. Du sagst jetzt nicht, du nimmst das und wenn er loslässt, dann hat er wenigstens nichts mitbekommen. Aber ich dann war es. Aber komm, Jens, ich habe alles eingehalten, was du mir gesagt hast. Wir haben es ja noch mal kurz geübt. Wenn er beißt, dann macht das und das. Und ich habe es sofort gemacht. Und es hat funktioniert. Ja. Geil. Maria, Norman. Du hast immer gesagt, der kommt noch. Und es lief. Und der ist noch gekommen. Das ist durchgehalten. Es hat zwar nicht die Größe, die er eigentlich sollte, aber das ist mir jetzt auch wurscht. Jetzt habe ich schon 2 geangelt und der war jetzt wirklich, das war ein Kampf. He? Heute hast du mal gesehen, was Angeln ausmacht. Mhm. Ja? Draußen zu sein, bei den verschiedensten Bedingungen, dann auch durchzuhalten. Ja, und dann kommt irgendwann der Biss. Das muss man einfach mal erlebt haben. Vor allem das auch mal mitzuerleben, dass es nicht so einfach ist, wenn er erstmal gebissen hat, den wirklich dann auch in den Kescher zu bekommen, dass er wirklich dran bleibt. Und gerade so ein Hecht, der ist dann schon ein bisschen kämpferischer. Maria. Das macht mich glücklich und stolz. Da kannst du auch wirklich stolz auf dich sein. Leute, und selbstverständlich gibt es auch in der heutigen Sendung wieder etwas zu gewinnen. Und zwar verlosen wir eine Ultra Boost Allround. Die Route, die Maria in der heutigen Sendung und in der letzten Sendung gefischt hat, die ideale Route für alle, die sagen, ich möchte mich jetzt wirklich auf das moderne Spinnfischen mit dem Kunstköder spezialisieren. Alles, was ihr tun müsst, um am heutigen Gewinnspiel teilzunehmen, ist uns bitte jetzt unten in die Kommentare zu schreiben, wie euch die heutige Sendung gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Kathi, Norman, Maria und Jens von Lieblingsköder. Tschüss.